Hey, Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er hat bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt, und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach tust du, was getan werden muss. Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Mafia. Und ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, hier ist irgendwas, da hat irgendjemand Dreck am Stecken, ne? Das ist klar. Das ist immer in diesen Mafia-Filmen, in diesen Szenen so. Es läuft alles gut, bis irgendwas schief läuft. Wow, was für ein weiser Spruch. Und da muss man herausfinden, wo ist der Maulwurf im eigenen System? Und ich glaube ganz ehrlich, Pauly ist der ist da mit drin. Zeiten, das darf Tom. Nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an. Aber gib ihm nichts. Ich hab hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was. Wenn du willst. Alter, eine doppelläufige Schrotflinte. Krass. Sieht Frank eine Lupara? Weiß er Bescheid. Alte Schule. Mhm. Um jeden Preis, Tom. Alles klar, um jeden Preis. Also ich glaube, Pauly steckt mit drin. Der ist einfach, der wird einfach hier in unserer Gang auch so ein bisschen, ich sag mal Gang, ne? Wir sind aber die Mafia, Gott verdammt nochmal. Der wird immer so abgestenkelt als der Raufbold, der wird wahrscheinlich auch relativ wenig verdienen im Vergleich zu mir. Ich meine, ich bin hier der Rennfahrer, ich bin jetzt hier die Nummer 1. Ich bin einfach vom Taxifahrer zufällig aufgestiegen. Das wird der natürlich irgendwie, das wird den irgendwie ankotzen. Und der sieht dann, wie das hier alles im Bach runtergeht. Und der wird natürlich von der anderen Organisation das ein oder andere gute Geschäft noch angeboten bekommen. Und deswegen, ich glaube, Pauly hat Dreck am Stecken. Und Frank, ich weiß nicht. Nee, der ist loyal. Der ist loyal. Kann ich mir nicht vorstellen. So, begibt sich zu Biffs Leihhaus. Ich muss mal kurz überlegen, wer ist Biff? Ach, das Leihhaus ist das, wo wir nie drinne waren, ne? Das haben wir nur gesehen, wo der eine Typ reingerannt ist. Nee. Doch, hier waren wir drin. Ich erinnere mich. Tommy, was ist los? Ich will Kohle. Gibt's irgendetwas Neues? Was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert?
20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus. Alter, ich komme nächsten Monat wieder, da schuldest du mir 400, also was soll der Käse? Hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Fragt ihn. Okay, danke. Immer ein Vergnügen, Tommy. Little Tony. Gott, ist das wieder so eine Mission, wo ich ewig rumgondeln muss und jeden zu befragen, um zum Schluss dann doch wieder in der Drescherei zu enden? Finde ich gut. So, komm her. Ich weiß, neues Auto hätten wir jetzt ausprobieren können, aber ich weiß nicht, wie oft wir jetzt hin und her geschickt werden. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil wir wissen alle, wie es endet. Irgendwann bin ich ungeduldig, fahre irgendeinen Passanten zufällig an und dann ist die Polizei hinter mir her und dann werden wir diese Mission frustran irgendwann beenden müssen. So, dann nutzen wir einfach die Taste. Little Tony! Geil. Und dann rieche ich wieder nach Schnaps und Zigaretten und meine Frau sagt... Genau, was sagt sie? Du warst wieder in der Bar und dann kann ich nicht mal sagen, nee. Terror Ales. Geiles Cover. Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Fans? Der wollte erst nur einen Drink, später waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oak Hill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein hat er nicht. Tom, was ist los? Frank. Ist der vielleicht doch böse? Spiel 7 der Gold... Ach komm, das ist mir wurscht. Frank ist der... Nee, Frank hat nicht... Wir wissen natürlich auch, hat der da die Wahrheit gesagt? Ne? Vielleicht wollen die einfach Frank verraten. Dass wir jetzt sauer auf Frank sind, wir deswegen ein Exempel statuieren an Frank. Und was haben wir dann davon? Wir haben in unserer eigenen, warte mal, wir fahren da direkt drüber, haben in unserer eigenen Clique halt einen Clinch verursacht und es ist eigentlich inszeniert von der gegnerischen Mafia. Hier ist es wohl. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir sind. Sind wir bei Frank? Nee, ne? Oh Gott. Ist aber auch kompliziert alles. So, verfolge Frank und seine Eskorte. Kann natürlich auch sein, dass Frank bestochen wird und seine Tochter bedroht wird, Sarah. Und wir kriegen da gar nichts mit. Genau, das ist es. Die bedrohen Sarah. Wir sind die ganze Zeit nur auf Arbeit, kriegen es gar nicht mit. Quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. Das ist es. Das ist es. Der ist eigentlich loyal, aber die bedrohen die Tochter. Und die könnten natürlich auch uns bedrohen damit. Aber die wissen ganz genau, bei uns gibt's Backenfutter. Und deswegen gehen sie direkt zu Frank. Ja. Das wird es sein. Definitiv. Ja. Kein Zweifel. Wohin bringen sie dich wohl? Die Frage ist ja auch, haben wir jetzt gesehen, dass die Johnnies, die den Frank da vorne wegfahren, sind das die von der gegnerischen Abteilung, von Morelli? Sind die von Morelli die Typen? Ich meine, er kann ja auch einfach jetzt ein Uber bestellt haben und er will zum Barbier. Und wir verfolgen den und wir sagen dann, ah ja, du treibst dir Schutzgeld von dem Barbier ein und der will einfach wirklich sich nur rasieren lassen. Das kann ja auch mal sein, ne? Und wir tun dem Ganzen Unrecht. Aber eine Rate haben wir definitiv im System. Und irgendwer wird's sein. Frank ist es nicht. Ich sag dir, es ist Pauly. Ich sag's dir. Was sagst du? Ist es Pauly? Es ist Pauly.
Pauly hat so eine große Rolle in diesem Spiel und der ist einfach der Raufbold. Es ist Pauly. Ich würde so gerne das Radio ausmachen, dieses Gelaber geht mir teilweise auf den Sack, aber es funktioniert nicht. Oh. Lange nach rechts drücken, ah ja. Das ist bestimmt das Barbier-Treffen. Die große Weltmeisterschaft der Barbiere. Und der Frank, ich meine, der ist auch ein bisschen in die Tage gekommen, muss auch sehen. Der muss auch irgendwie seine ganze Zeit, der ist natürlich halt mehr so eine Überwachungsfunktion. Und seine Zeit, die er damit natürlich gewonnen hat im Leben, die muss er jetzt in irgendeiner Form anders einteilen. Und das ist für mich eindeutig, ich wäre auch bei solchen Barbier-Workshops, ich würde da hingehen. Warum nicht auch was Neues lernen im Alter, ne? Die ganze Zeit eiskalter Auftragskiller, die rechte Hand vom Dom und immer so weiter, nee. Einfach mal wieder back to basic, ein schönes Handwerk erlernen. Da kannst du natürlich die Bleiche der Schuhe oder sowas erlernen, weil Schuhe wurden damals geblichen. Oder du sagst dir, nee, das ist ja auch, dieses Bleichen ist immer schädlich für die Haut, für die Hände. Und das willst du im Alter ja nicht, ne? Ganz im Gegenteil, deine Hände sind im Alter sowieso immer ausgetrocknet. Was macht man da? Man cremt den ganzen Tag. Und gerade mit diesen immer eingecremten Händen hast du irgendwann auch wie so eine Baby-Arschhaut. Und das will ja auch gewürdigt werden. Und wie kommt das am besten zur Geltung? Indem du anderen Menschen ins Gesicht fasst. Barbier. Und so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Wenn es mal nur so wäre, Frank. Wenn es mal nur so wäre. Ich red mir doch nur was ein. Ich versuch dir doch nur ein Alibi zu geben. Bitte. Gott. Die Geschichte mit dem Hund, das hat mich richtig traurig gemacht. Nachdenklich. Und jetzt hat mir der Dom noch erzählt, er hat diesen Hund nicht ersäuft, er hat ihn erschossen. Was ist hier los? Gott, verdammte Scheiße. Vielleicht ist Frank einfach von diesen Tagen des Todes des Hundes traumatisiert und er dürstet nach Rache. Und jetzt, nach 68 Jahren, hat er endlich die Möglichkeit. Der hat uns verraten und will jetzt abhauen. Der will jetzt abhauen, das sage ich euch. Oh, der hält an, oder? Der hält... Nee. Also ganz ehrlich, wir halten natürlich immer noch einen gewissen Abstand zu dem Fahrzeug, aber so langsam müsste es auffallen, dass hinter dem immer einer lang driftet. Sie bringen ihn in einen anderen Staat oder sowas. Mist, ja. Das ist nicht gut. Ich hätte vielleicht noch drehen sollen, falls wir schnell flüchten müssen oder so. Naja. Finde heraus, wo Frank hingebracht wird. Okay, ich vermute mal, schleichen ist jetzt ganz gut. FBI? So ein Typ hat mir eine Marke gezeigt und mich rausgeholt. So, okay. Warum muss ich eigentlich schleichen? Ich kann doch hier einfach so lang gehen, oder? Ich habe doch durchaus die Möglichkeit, hier einfach lang zu gehen. Oder schießen die dann auf mich? Die werden mich wahrscheinlich kennen, ne? Als Cop-Killer. Vielleicht von da links, vielleicht komme ich da am besten rein. Oder wir machen einfach die richtig geile Methode. Wir klauen uns ein Fahrzeug, fahren da vorne in die Eingangshalle rein, schießen aufs Fahrzeug, das Fahrzeug geht hoch. Na, das ist geil. So, wir gucken mal, was haben wir für Waffen? Ah, die doppelläufige Schrotflinte. Da war was. Okay, wir gehen über den Tante-Emma-Laden rein. Oh, geil. Das ist ein fetter Zeppelin. Vielleicht geht der ja noch hoch. Wir wollen scheinbar dasselbe, aber ich handle wirklich. So, was gibt's hier für wichtige Notizen? Über des Informanten. Ah, wir legen den Flughafen still. Informant und FBI-Eskorte verlassen den Unterschlupf. Informant wird übergeben und in Hangar 5 gebracht. Wir halten die Geschäftsbücher nach der Übergabe der Information. Also Hangar 5. Natürlich. Ah, vielleicht kann ich es durchs Fenster.
nicht das Rückgrat, sich zu zeigen. Wegen einer Ratte wie dir. Steig in den Wagen. Okay, Hangar 5, das ist Hangar 13. Wo ist Hangar 5? Und jetzt? Okay, die hauen ab. Wollen wir das Auto nehmen? Wir nehmen das Auto. Wir nehmen das Auto und fahren hinter. Frank wird Hangar ausgeflogen, okay. Komm, rein da. Was machst du? Du willst einsteigen. Es geht nicht. Das ist doch der perfekte Plan. Mit dem Fahrzeug jetzt dahinter fahren. Hallo? Duckenmodus. Junge, mach dich doch nicht zum Affen. Nicht durch Kugeln, sondern durch Spitze und Steuerpapiere. Okay. So haben sie auch Capone. Wenn ich jetzt schieße, kriegen das alle mit, oder? Geil. Schieß jetzt. Sackratte. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Alter, der hat eine Granate liegen lassen, oder? Scheiße, ist doch ein bisschen lauter gewesen. Sie kommen. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wir haben zwar gerade Scheiße gebaut, aber das kriegen wir hin. Anders ging das nicht. Da konnte ich nicht schleichen. Okay, da sind wirklich sehr viele Leute. So hatte ich das jetzt nicht erwartet. Gott, ich glaube, ich muss mich beeilen. Hangar 5, da ist er. Bitteschön. So, vielleicht haben wir ein paar erledigt. Jetzt hier drüben noch den Johnny. Wo ist er denn? Da ist ein Flitzer. Boah, da sind so viele davor. Eine Granate habe ich noch. Mit einer gezielten Granate. Sowas hier. Zack. Hat das was gebracht? Nichts gebracht. Scheiße. Nee, das wird nichts. Da stehe ich gleich mit runtergelassenen Hosen da. Lass uns mal von der Seite kommen. Da bin ich schon längst nicht mehr, Trottel. So, neue Waffe, neues Glück. Dann schieße ich auch gleich zurück. Kacke. Aber wir haben nochmal ein Medipack. Und wir haben noch Munition. Und noch Granaten, also gar nicht mal so schlecht. So. Aber die Frage ist, müssen wir uns beeilen oder haben wir jetzt Zeit der Welt? Okay, er haut ab. Ne, da gehe ich nicht hin. Das sind viel zu viele. Renn doch nicht vor das Fass, du Pfeife. Gott, renn! Gott, ist diese Steuerung lahm. Die ist so langsam. So, was haben wir jetzt für Knarren? Warum kann ich dieses Auto nicht nehmen? Das wäre doch der, das war der perfekte Plan, den ich hatte. Das sind zu viele. Ich habe schon so viele erledigt. Jetzt habe ich wieder so wenig Energie. So. Okay. Wo schießt's? Leck mich. Jetzt müssen wir. Ach, Herr Officer, Sie sind ja auch noch da. Holla die Waldfee, da sind mehr als gedacht. Fuck, fuck. Granate fliegt. Die fucking Cops, ey. Da ist doch noch einer. Hab dich. Okay. Jetzt oder nie. Unsere Chance. Unsere Chance. Wie komme ich da rein in den Scheiß? Wie komme ich da rein? Ist da eine Tür? Ah, hier. Oh! Frank?
Ich habe was mit dir zu bereden. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben. Und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank... Steig ein, March. Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Gottverdammt, Frank. Okay, er hatte tatsächlich Dreck am Stecken. Aber verständlich, ne? In seinem Alter, irgendwann will man eben auch Ruhe haben und seine Familie schützen. Aber zum Glück konnte er jetzt entkommen. Wir haben den Schlüssel und damit kriegen wir jetzt unsere Bücher wieder. Ich habe das Gefühl, es wird nicht so einfach werden, wie ich mir das vorstelle. Hallo. Ich habe so einen Schlüssel. Unten bei meinem Kollegen, Sir. Alles klar, unten bei Ihrem Kollegen. Schönen guten Tag. Weggucken. Wenn Sie mich erkennen, Waffe stecken lassen. Toller Tag, was? Ah, finde ich auch. Wir werden wahrscheinlich gleich schießen müssen. Wir zwei werden uns gleich wiedersehen. Ich hoffe, du bleibst anständig. Auf jeden Fall. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Genau. Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte, folgen Sie mir. Und ich möchte Zugang zu diesem großen Tresor da hinten. Man kann es ja mal probieren. So. Da ist aber... Guck mal, das Fahrzeug da hinten, das steht im Tresor drin. Seht ihr das? Unten auf der Minimap. Ja, Fahrzeuge sind viel wert. Schon damals. Ich muss einmal ganz kurz gucken hier. Da haben wir doch was. Eine schöne Zeitschrift.
Gangsters. Das Cover sieht einfach geil aus, na schön gemalt. Das ist eine Falle, ich sag's euch. Das ist doch hier schon prädestiniert für eine Falle. Gleich stehen sie da und schmeißen Molly rein. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Machst du meine Jungs nervös, Marco? Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, ein Junge. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart.